Heute sprechen wir darüber, wie du trotz Lernstress und Klausuren endlich besser schlafen kannst. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und wie ich es oft gesagt habe, die Oberstufe, wie auch der Weg zum Traumabitur, ist ein Marathon und kein Sprint. Und was immer bei Ausdauerdingen wichtig ist, ist die Pause. Aber jeder vernachlässigt die Pause, weil jeder immer darauf fokussiert, wie kannst du Muscle mehr lernen, aber darum geht's nicht. Du musst mindestens genauso auch deine ganzen, wie soll ich sagen, wie du deine Batterien wieder auflädst. Wenn du das nicht optimierst, brauchst du gar nicht anfangen, deinen Gas geben, zu optimieren, weil lange wirst du nicht laufen. Deswegen jetzt 5 Tipps, wie du besser schläfst. Erstens, eine feste Schlafenszeit. Ich weiß, dass es das Offensichtlichste und Logischste ist, aber meine Frage ist, wie ernsthaft machst du es wirklich? Denn schon 15 Minuten Variation können extrem viel beeinflussen. Wenn einfach am einen Tag um 10, dann mal 9.45 Uhr, dann mal 10.15 Uhr, man merkt das. Leute, man merkt es. Das heißt, wenn du es wirklich optimieren willst, sagst du einfach 10 Uhr, 10 Uhr, 10 Uhr, 10 Uhr, 10 Uhr. Genau das gleiche gilt auch fürs Wochenende. Weil ich, merkst du auch Mentorship-Programm wieder, ja, feste Abendroutine habe ich. Aber nur an den Wochentagen. Am Wochenende ist dann, da will ich ein bisschen mehr weggehen oder da will ich, da weiß ich nicht so genau, da mache ich abends was mit Freunden was, da will ich ein bisschen ausschlafen. Und es ist ja vollkommen in Ordnung. Ist ja vollkommen in Ordnung, wenn du das möchtest. Man kann es auch gerne so machen. Die Sache ist nur die, wenn du es wirklich am Maximum betreiben möchtest, auch am Wochenende gleiche Uhrzeit aufstehen, gleiche Uhrzeit schlafen gehen. Weil ich habe es auch so gemacht und ich mache es heute noch so. Für mich macht es keinen Unterschied, ob Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, kein Unterschied. Und man denkt sich, man sieht das Ausschlafen immer so als Belohnung. Aber es ist eigentlich sinnlos. Irgendwann ist für dich 6 Uhr ganz normal Aufstehzeit. Da ist dann für dich 8 Uhr ist dann spät und 4 Uhr ist früh. Und so ist für dich, wenn du mal um 9 Uhr aufstehst, vielleicht 11 Uhr spät und 7 Uhr früh. Und es verändert sich einfach alles. Du musst einfach irgendwann mal sagen, hey, ich ziehe es klar durch. Und dann wirst du auch vom Schlaf so eine krasse Verbesserung merken, die du einfach nicht mehr eintauschen wollen wirst. Zweitens, Abendmeditation. Lass dich auch da wieder von dem Begriff Meditation nicht verwirren. Muss ich irgendwas Besonderes machen? Nein. Alles, was du tun musst, ist dich einfach vorm Schlafen, 10 Minuten, 15 Minuten, 5 Minuten, whatever, einfach nur hinsetzen, gerade Rücken, tief ein- und ausatmen und einfach nur deinem Atem folgen. Wenn Gedanken kommen, gehen lassen oder da sein lassen, whatever, du achtest einfach immer wieder auf den Atem. Immer wieder auf den Atem, immer wieder auf den Atem. Weil was natürlich passieren wird, deine ganzen Gedankenkreise, die dich ja normalerweise wach halten, wodurch du eben nicht stehst und denkst, oh, was ist morgen mit der Klausur, oh, ich muss das so viel längst, deswegen kannst du nicht schlafen, das ist ja der Grund. Wenn du aber immer wieder auf deinen Atem achtest, werden diese Gedankenkreise immer weniger werden, weil du ihnen selbst keine Power mehr gibst. Und sie lassen nach und je mehr du auch morgens noch meditierst, wird es immer weniger sein und es gibt im Prinzip keine Barriere mehr, die dich davon abhält, überhaupt einzuschlafen. Drittens, richtig Sport machen. Und dabei spreche ich nicht von mal 10 Minuten ein bisschen leicht joggen, sondern wirklich einfach richtig Sport, wo du danach richtig verausgabt bist. Weil, das unterschätzen extrem viele, wenn du die ganze Zeit nur am Schreibtisch sitzt und lernst, dann bist du vielleicht psychisch angeschränkt und denkst, oh, ich muss unbedingt pennen. Aber dein Körper ist irgendwie noch in seinem, ich habe noch voll viel Energie. Also er ist schlapp, aber er hat trotzdem Energie. Er ist nicht richtig verausgabt und hat keinen richtigen Grund zu schlafen. Sprich, ich würde unbedingt mich darum kümmern, dass du regelmäßig Sport machst. Vielleicht alle 2 Tage, mindestens alle 2 bis 3 Tage, mindestens. Im besten Fall jeden Tag oder so, mache ich beispielsweise auch, oder versuche ich zumindest. Weil dadurch bist du einfach, du gibst deinem Körper einfach all out und dann gibst deinem Körper den Grund, auch einzuschlafen. Das ist zum Beispiel auch ein super Hack, wenn du sagst, nach dem Video, okay, shit, ich will irgendwie wieder rechtzeitig einschlafen gehen, aber bisher gehe ich immer so um 12 pennen und jetzt will ich gerne um 10 schlafen gehen. Wie mache ich das denn überhaupt? Ganz einfach, du machst an einem Tag richtig hart Sport, weil du wirst einfach fertig sein. Du wirst einfach fertig sein, dein Körper will noch pennen wollen und das hilft dir extrem stark, um einzuschlafen und auch innerhalb des Schlafs wesentlich bessere Erholung zu erfahren. Viertens, keine abendlichen Dopaminkicks. Ihr kennt das ja bestimmt selbst schon, dass man in so ein Ding, Bildschirm, so 90 Minuten davor nicht mehr reinschauen soll, bevor man schlafen geht. Auch super wertvoll, was ich aber fast noch wichtiger finde, ist, dass du dir keine abendlichen Dopaminkicks mehr holst. Das heißt, du bist nicht mal in deinem Handy, checkst auf Instagram deine Likes oder was hat der gepostet, blablabla. Machst das einfach nicht mehr. Du hast keine größeren Konversationen mehr im Sinne von, wo ein Streit passieren kann, wo dir irgendwie wertvolle Neuigkeiten mitgeteilt werden. Alles, was wo deine Emotionen oder wo du einfach Emotionen involviert sind, das hält dich alles vom Schlafen ab, weil du pusht deinen Körper wieder. Genauso auch Musik. Auch ich liebe es auch abends motivierende Musik zu hören. Okay, ich weiß nicht, was unser Körper da in uns eingebaut hat. Trotzdem, es wird dich nur abhalten. Deswegen das bitte unbedingt vermeiden.
Fünftens, Umgebung optimieren. Wir Menschen sind wesentlich mehr von unserem Umfeld oder auch von den Bedingungen der Situation abhängig, als wir eigentlich denken. Sprich, nur weil ich will jetzt aber wirklich schlafen, wirst du nicht zwangsläufig schlafen. Sondern versuch wirklich jetzt einfach auch bei dem Video, die einfach mal konkret zu überlegen. Schafft euch Erfolgsthemen, Leute. Schafft euch Erfolgsthemen. Das ist das Allerwichtigste. Dass du wirklich mal überlegst, hey, will ich eigentlich lieber ein warmes Zimmer oder ein kaltes Zimmer? Wo schlafe ich besser? Wenn du dazu noch gar keine Ahnung hast, probier es einfach mal aus. Genauso auch, wenn du merkst, hey, irgendwas surrt immer, zum Beispiel dein Computer oder was auch immer, dann sorg dafür, dass er komplett ausgeschaltet ist. Das heißt, versuch wirklich gar kein Licht, wenn das für dich lieber ist. Manche schlafen lieber mit Tür offen, dass man noch leicht Licht reinkommen sieht. Whatever. Aber mach's in der Art und Weise, wie du es brauchst. Fühlst du dich überhaupt wohl in deinem Bett? Ist es dir zu weich? Ist es zu hart? Passt dir die Bette? Fühlst du dich da warm drunter? Was auch immer. Ja? Optimier das Ganze, damit du wirklich dich wohlfühlst. Weil du kannst, was ist denn Einschlafen? Einschlafen ist eigentlich die maximale Definition von Vertrauen. Weil du gibst komplette Kontrolle ab. Du bekommst gar nichts mehr mit. Wenn irgendjemand in dein Zimmer reinkommen würde, du würdest es nicht mitbekommen. Sprich, wenn du dich nicht zu 100% wohl in deinem Zimmer fühlst, gibst du deinem Körpersystem gar keine Möglichkeit, als dich wach zu halten, weil du musst ja weiter aufpassen. Ja? Deswegen optimieren, dass du dich wohlfühlst und dann wird es wesentlich, wesentlich, wesentlich einfacher fallen. Aber at the end of the day, Meditation ist the key. Hier das Video, wie man Meditation richtig lernt. Es wird, weil es am meisten geht, vor allem in Bezug auf Klausurenphase, es geht einfach nur darum, dass du diese Gedankenkreise einfach verringerst und dann wird das laufen. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich, wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.